Hallöchen Cycling-Fans und herzlich willkommen zurück zu unserer Pro Cycling Karriere mit Eddy Merckx, wo der Grand Prix de Bessèges läuft. Die ersten beiden Etappen sind gelaufen. Ich habe es jeweils zweimal versucht, habe es aber dann am Ende nicht geschafft. Bergtrikot konnten wir uns zumindest sichern und gehen jetzt rein in die nächste Flachetappe. In dieser Folge kriegt ihr auch die letzten drei Etappen des Grand Prix de Bessèges präsentiert. Ja, ich glaube, hier lohnt es sich wirklich nicht anzugreifen. Kommt halt auch immer ein bisschen dann natürlich auf unsere Form an, aber der ist wahrscheinlich wieder ein bisschen zu flach und halt viel zu weit weg vom Ziel. Hier bei den Favoriten tauchen wir nicht auf, ein Interview mit uns gibt es auch nicht. Und dann werden wir uns hier auf jeden Fall mal die Kategorie 1 Bergwertung am Anfang holen, um unser Bergtrikot ein bisschen zu festigen. Hello and welcome. The profile of this race is quite flat. Expect a fast pace from the peloton. We've got absolutely beautiful weather for this race. Ja, und damit herzlich willkommen zur dritten Etappe des Grand Prix de Bessèges. Plus ein haben wir eingefahren. Ja, hat sich nichts getan. Wir sollten natürlich immer noch Zehnter werden. Das wird sich auch bis zum Ende nicht ändern. Sind denn jetzt mal mehr Leute aufgeklärt? So, merken Sie mal. Ah, siehst du, wusste ich es doch, dass der am Hügel sehr gut ist. Ja, Vetter war sowieso schon aufgeklärt. Er hat wieder miese Form eingefahren. Page dürfen wir jetzt auch steuern. Der dürfte eigentlich auch nicht mehr so lange dauern, bis er aufgeklärt ist. Und bei ihm hier wissen wir es auch noch nicht. Dann würde ich mal sagen, dass ich die drei hier auf jeden Fall für sich alleine fahren lasse. Der ist bestimmt Sprinter. Also könnte ich jetzt schon drauf wetten. Dann bewahrst du mal Eddie. Du bewahrst mal den Mertens. Du bewahrst mal den Cousins. Obwohl, naja, eigentlich, naja, wenn er Sprinter wäre, das ist nochmal eine Flachetappe. Dann müsste er eigentlich wieder alleine fahren, aber vielleicht ist er auf der letzten zu weit zurückgefallen. So, wir wollen ja auf jeden Fall die Bergpunkte mitnehmen. Das sind nur 6,1 Kilometer. Da würde ich mal sagen, wir bleiben direkt vorne. Und nehmen den ersten Angriff gleich mit. Geht einer. Ah, ich verpasst. He's ich dachte auch, es geht noch einer. He can't have much idea what's lying in front of him. Dann greifen wir selber an. It's an attack. Fahren wir erstmal 89. Ich denke ja mal, dass das Feld jetzt was gegen Eddie hat. Fünfundzwanzig Sekunden. Der rackert sich da vorne alleine ab. Boah, wir haben gleich keinen Angriffsbalken mehr, wenn es dann zur Bergwertung geht. Das Feld kommt auf jeden Fall. Ich muss ein bisschen langsamer machen. Boah, jetzt greift er an, der eine noch, oder? Ja, 50 Sekunden, also gegen das Feld müssten wir es eigentlich packen. Jetzt kommt Eddie nach vorne. There's now more than a minute between them. Some team managers mustn't appreciate the fact that there is a breakaway, given that the pack has increased its speed. Und das hat der Eddie gemacht. Wunderbar. Lassen wir uns wieder zurückfallen. Die verfolgen uns sowieso, man sieht's schon am Puls. Eddie, lass sie ruhig mal fahren. Du brauchst hier nicht warten, dass Eddie was macht. Da kommen die nächsten zwei vorbei. Mertens gestürzt. Und der ist auch aus dem Feld rausgeflogen. Aber der fährt sowieso noch für sich alleine. So, scheint aber nicht nur was gegen Eddie zu haben. Wir fahren immer noch relativ hohes Tempo. Der hatte den beschützt, der hatte mich beschützt. Habe ich leider nicht gestoppt. Völlig vergessen. A couple of teams have set themselves up as pacemakers for the pack. They obviously don't have anybody in the breakaway group. Ah, warte, die führen hier, warte mal noch mit nach vorne fahren. Der Puls ist zu hoch, also ja völlig kaputt, wenn sie hier ankommen. So, Eddie noch einen Tick zurück. Ich mag das immer nicht, wenn ich vorm Game-Trikot bin. Ich will immer dahinter bleiben. Da wollte der Eddie schon wieder am gelben Trikot vorbeifahren. Da haben wir aber nochmal gestoppt.
Mertens ist in der Gruppe mit zwei Leuten. Ja, auch wenn es jetzt ein weiter Weg ist. Jetzt kommst du wieder nach vorne und beschützt Eddie. Die fahren auch immer noch Tempo. Die mögen irgendjemanden da vorne in E1 gar nicht. Ich hoffe, ihr habt gemerkt, dass Eddie da vorne nicht mehr drin ist, ne? The lead over the pack is dwindling. The breakaway is not to everybody's liking. The peloton has significantly increased its speed. Nee, der geht sogar aus dem Sattel da vorne. Die müssen richtig Druck fahren. Ja, aber ich cut euch das trotzdem hier raus und kurz vor diesem Sprint hier nehme ich euch dann wieder mit rein. So Leute, wir sind gerade unter der 20-Kilometer-Marke durch, da nehme ich euch jetzt hier wieder mit. Bei dem Ulich komme ich nicht ran. Da müssen wir noch ein paar Kilometer warten. Well, we can see that the pack is increasing the pace. It's going to be difficult to break away now. Jetzt hängen wir uns aber mal an den Ulich ran. Der hat ja einen richtig schönen Zug aufgebaut, aber warte mal. Da wissen wir leider noch nichts. Der hier hat auch einen schönen Zug vor mir. Klicken wir uns da mal mit ein. The riders are entering the last 15 kilometers of the stage. Letzten 15 angebrochen. Der Mertens hat es halt auf jeden Fall nicht mehr wieder ans Feld geschafft. Es kam mir auch so ein bisschen so vor, dass das Feld so lange so ein hohes Tempo gefahren hat, um genau den abzuhängen, weil also irgendwann haben sie dann aufgehört, die Führenden zu verfolgen. Eddie sitzt hier ganz gut. Vielleicht werden wir wieder einigermaßen weit mit nach vorne reingezogen. Letzten 10. Das will den Barbier jetzt hier. Aber hier ist eigentlich auch gar nicht so schlecht. Aber hier ist es leider ein bisschen zu eng. Kommt an den Barbier nicht richtig ran. Oh Mann, ey, das sieht gar nicht so schlecht. The finish line is getting close. The riders just passed the 5 kilometers road sign. Boah, da fahren wir jetzt hier wieder noch welche zwischen die Karre. Es wird eng. Oh, mein Ulich, der hängt jetzt schon zurück. Also das ist gar nicht mehr Ulich, ne? Das ist Van Eden jetzt. So, nochmal ein ziemlich dicker vor uns gefahren. So, wer könnte uns denn hier gut ziehen? Der hier vielleicht. Den habe ich sogar noch überholt. Oh, das wird wieder Top 10 für Eddie. He managed the sprint like a master of his craft. Oh, der Koi fährt hier alles in Grund und Boden. Der gewinnt hier jede Etappe. Fast. Oh, und das Feld. Ach ja, stimmt, weil der auch der Mertens so weit nach hinten hängt. Gucken wir mal, ob der noch in der Karenzzeit reinkommt. Der hatte sich bis den Gelben komplett weggefahren und dann habe ich ihn irgendwann aus der Führung rausgenommen. Da hinten kommt er erst. Das war mal ein ganz guter Sprint für Eddie. Da sieht man ihn noch im Gelb, im Gelb gleich schon, im Bergtrikot vorbeisausen. Ja, pfeift der Wind. Ja, den Koi hier, den konnte wieder gar keiner aufhalten. Also für uns ganz okay gelaufen, die Etappe. Ich denke mal, wir müssten eigentlich hier in den Top 10 bleiben, ne? Ja, aber leider gerade so eben nur noch. 20 Sekunden jetzt hinter dem Koi zurück. Oh, der kann aber am Hügel und Berg und so gar nichts. Also es ist eigentlich ein reiner Sprinter. Das ist schon mal ganz schön. Also der ist schon mal keine Gefahr. Ja, unser Bergtrikot haben wir auf jeden Fall behalten. Und jetzt kommt die Mittelgebirgsetappe. Also jetzt wird es so langsam interessant. Und danach dann noch das Hügel-Zeitfahren. Nun sind wir im Zeitfahren jetzt nicht so gut, aber wir sind ja zumindest am Hügel gut.
Vielleicht bringt uns das nochmal was. Und für euch mal das Magazin. Eddie ist hier sogar auf Platz 2 gewertet. Ja, Yates, den werden wir wohl kaum schlagen können mit seinen 82 am Mittelgebirge, 77 am Berg. Und dann ist er auch noch ein guter Hügelfahrer. Tja, dann drückt mir mal die Daumen, dass ich für das Rennen hier eine gute Form bekomme. Hello to one and all. Apart from some of the team leaders, only a true climber can expect to get something out of today's ride. It's a beautiful day today. That should be to the liking of most riders. Ja, und damit jetzt kommt zur quasi Königsetappe des Grand Prix de Bézèges. Könnte vielleicht auch noch das Zeitfahren dazu nehmen, aber ne, mit diesem schönen, krassen Anstieg hier am Ende ist das schon eine geile Etappe. Wir haben Nullerform eingefahren. Wir sollen diese Etappe auch gewinnen. Das wird, denke ich mal, schwer genug. Gucken wir mal, ob hier schon wieder welche aufgehen. Wer war noch nicht? Der hier nicht? Nee, ist aber immer noch nicht. Page auch noch nicht. Dann nehme ich mir wieder den Fliegen. Eigentlich ist Gusens besser. Tja, Vetter. Ja, Vetter ist besser. Der bewachst du mal den Vetter und der Page bewacht hier mal den Gusens. Boah, diesmal gibt es keine Wertung ganz am Anfang, die ich mir mitnehmen würde. Von den besseren Fahrern. Ja, die können ruhig ein Stück nach vorne fahren. Dann kann es losgehen. Bergtrikot haben wir auf jeden Fall auf der letzten nochmal gefestigt. Und hier am Ende gibt es auch auf jeden Fall nochmal Bergpunkte. Wir gewinnen 16, wir Zweiter werden 12, danach noch 10. So, Gusens, der ist schon hier, der bleibt auch hier. The current pace is a bit too docile for some riders who are looking to create a breakaway. Dann haben wir erstmal die beiden vorne gestoppt, da können wir in die Action gehen. So, hier vorne zwei unterwegs. Da gehen gerade die nächsten ab. Das sieht so aus, als wenn der Belgier hier gerade anzieht, der Van Hooydonk. Oh ja, ja, definitiv. Zack, zack, gleich mal hier auseinandergerissen. So, jetzt müssen die erstmal hier wieder ran. There's now more than a minute between the breakaway and the pack. The breakaway is not to everybody's liking. The peloton has significantly increased its speed. So, die fahren vorne auch auf definitiv Tempo weiter. Hier das 114er Feld muss sich ganz schön abrackern, um wieder an uns ranzukommen. Die hier mögen die Neuen da vorne auf jeden Fall gar nicht. Weil da wäre richtig Glück, dass wir schon vorne waren. Da ist schon mal eine krasse Anfangsphase hier. Ja, da werden wir ja auf jeden Fall noch nicht den Cut machen. Ich zapp zwar mal ein bisschen. A fall has just happened in the peloton. Several riders are on the ground. Boah, da sind da hinten in dem Feld auch noch welche gestürzt. Oh Mann, ey. Sorry Leute, aber der muss raus. Na, Abstand von uns zum Feld wird auf jeden Fall geringer. Mann, was ist denn jetzt auf einmal los? Nochmal sorry Leute. Jetzt habe ich sogar Tränen in den Augen, es ist so traurig. Komm, wir setzen erstmal weiter. Hier wird sich erstmal nichts tun, denke ich mal. Wir verfolgen die, die verfolgen uns. Das wird schon wieder ein verdammt hartes Rennen hier. Da, ja, das Feld ist an uns wieder dran. There's an attack in the group at the front. Aber Jumbo macht hier keine Gefangenen. Die rasen weiter denen hinterher. So, damit das nicht nochmal passiert, auch wenn die jetzt am Rasen sind, müsst ihr trotzdem mal wieder vorne kommen.
aber es tut mir jetzt auch leid für euch. Eieiei. Der ist kostet aber richtig Energie. The pack is putting the squeeze on the breakaway. Musste der uns hier noch vor die Karre fahren? Alte Scheiße, fährt Jumbo in Druck, ey. Das soll für dich reichen, ey. War eigentlich schon viel zu viel. Ich wollte nicht, dass die, wenn das hier jetzt gleich nochmal reißt, und das könnte ja hier durchaus passieren. Wo haben wir nochmal den Teunissen? Der soll eigentlich ja den Gusins bewachen. Alter, Mertens hat es zwar gleich geschafft, aber ist halt völlig fertig. Der, ah! Hat Jumbo jetzt aufgehört? Das sieht so aus. Ah, und dann ist diese harte Angriffsphase zu Ende und dann cutte ich euch das raus, kurz bevor wir in den Schlussanstieg reingehen, seid ihr dann wieder live dabei. So Leute, etwas über 12 Kilometer, seid ihr jetzt wieder live dabei. Wir nähern uns so langsam dem Schlussanstieg. Da vorne ist die Gruppe. Und ich will halt vorne mit reingehen, deswegen baue ich mir jetzt mal so einen kleinen Zug auf. Den nehme ich lieber nicht. Der hat eine schlechte Form, der ist aber auch in der Ebene gar nicht so schlecht. Dann nehmen wir mal den. Hoffen wir, dass er nach vorne kommt. Dann den Vetter. Nach den Mertens. Mertens sitzt hier schon vor Eddie, dann kann Eddie sich auch gleich ranhängen. Ihr drei entspannt euch. Kurz mal ein bisschen weiter, damit die aus dem Weg kommen. So, da könnt ihr sitzen bleiben. Na, der ist hier. Gucken wir mal, ob der irgendwie nach vorne krapseln kann. Der kommt fetter, da sind alle drei dran. Bloß nicht zu schnell fahren. Das war Eddie, den roten rauben. Den braucht er am Schlussanstieg. The pack is back on level terms with the breakaway group. Da haben wir auf jeden Fall mit unserem Team die Gruppe eingefangen. Immer noch alle da. Aber Eddie sieht's echt noch gut aus. So, machen wir mal ein Stäbchen. Da der mit 89 fahren konnte, kannst du das doch bestimmt auch, oder? Oh my, the guys up front aren't going to be making too many friends today. There are just 5 kilometers left. Ja, rein in den Anstieg. The riders are going through a very tough portion with percentages above 10%. Jetzt kicken wir uns nochmal um. Der hier scheint schon so ein bisschen zu zucken. So, dann nehmen wir dich jetzt rein. Wäre mir eigentlich lieb, wenn er noch ein bisschen ziehen könnte. Jetzt fährt er uns hier in die Parade. Er scheint angreifen zu wollen. So, jetzt nochmal ein Stöpschen. Jetzt fahren wir mit Eddie weiter. Damit Eddie besser durchkommt. So, jetzt Stäbchen. Nee, Eddie nicht. Die lasse ich nämlich dann schon mal alle für sich alleine fahren. Ich würde sagen, wir warten mit Magnus noch ein bisschen. Und jetzt gehen wir mal ab. So, ein bisschen runterdrehen. Stromlinie rein. Den noch rein. 8 Sekunden vor. Einer ist dran. 87. Ist zu viel. 86. Oh, wir sind 30 Sekunden weg. Wer ist denn hinter uns? Oh, der rackert sich da neben uns ab. Ja, der bricht aber gerade zusammen. Da müssen wir eigentlich vorne bleiben können.
87 vielleicht ein bisschen zu viel, 86, 30 Sekunden vor. Der Staude, ey, der hält aber gut mit hier. Ja, jetzt drehen wir hier nochmal auf und dann ist das der nächste Sieg für Eddie Merckx. Fabulous! Yes. He got the better of his breakaway companions to win this race. Sauber, hier scheint sich dann sogar noch eine Lücke aufzutun. The race is run. Ja, ja, das hier wird auch als Lücke gewertet. It's a bit of a knock for the morale. Ah, Vetter ist hier ganz gut dabei. Kommt auf jeden Fall Top 20 rein. Da hinten ist der Rest von unserem Team. Bei Staune weiß ich jetzt nicht, ob das ein guter Zeitfahrer ist. Auf jeden Fall müssten wir eigentlich gegenüber dem auch noch eine kleine Lücke aufgerissen haben. Jetzt können wir auf jeden Fall durchseppen. Schönes Ding hier wieder mal. Eddie mal wieder einen Sieg eingefahren. Und naja, wenn Staune jetzt kein guter Zeitfahrer ist, und wir genug Abstand produziert haben. Aber nee, hier wird doch zwischen uns wird kein Abstand gewertet. Im Replay hat er sich ein klein wenig länger gefreut, der Eddie. Wie er hier auch mit gesenktem Kopf dranbleiben kann, ne? Naja, wenn überhaupt ein oder zwei Sekunden, die wir hier gut geschrieben bekommen. So, den hätten wir schon mal. Siegerehrung sparen wir uns für die letzte Etappe auf. Ist dann immer ein ganz schöner Abschluss für so ein Rennen. Ja, ja, doch, da haben wir tatsächlich nochmal drei bekommen. Danach dann der dritte, der Yates, 25 Sekunden. Zhao Long dann schon 31. Und hier bei Platz 8 gibt es dann nochmal eine Lücke. Allgemein, Eddie ist auf jeden Fall im Moment ganz oben. Vor Staune mit 7 Sekunden und vor Yates. Yates ist ein guter Zeitfahrer. Der kann uns bestimmt mit seinen Zeitfahrfertigkeiten 31 Sekunden abnehmen. Staune ist zum Glück kein guter Zeitfahrer. Ja, Veyron geht so. Der muss allerdings auch dann schon 49 Sekunden gut machen. Aber bei dem ist zumindest Zeitfahrer nicht angegeben. So, hier konnten wir uns auf Platz 3 hocharbeiten. Beim Punktetrikot. Bergtrikot müssten wir sicher haben. Nee, haben wir sicher. Kommt ja nur noch das Zeitfahren. Ja, und hier ist sozusagen dasselbe. 7, hier ist nur Yates nicht mit dazwischen. Das Trikot könnten wir vielleicht sogar schon sicher haben, das Jungprofi-Trikot. Ja, das mit dem Sieg fand er natürlich toll. Im Moment findet er unsere Leistung auch außergewöhnlich und knallt mal 21 Punkte raus, dann haben wir die nächste Stufe erreicht. So, und dann Stufe 19 dürfen wir uns endlich wieder verbessern. So, bei den Fähigkeiten... ich glaube, ich nehme mir jetzt mal hier den letzten auf die XP-Punkte. Damit wir uns ein bisschen schneller weiterentwickeln. Komm, ist entschieden. Den nehmen wir. Und dann gehen wir rein ins Abschlusszeitfahren des Grand Prix de Bessèges. Ja, das ist nicht ganz so unser Ding halt, ne? Zeitfahren mit Eddie, aber dadurch, dass es ein Hügel ist, ey, vielleicht können wir irgendwie unser gelbes Trikot verteidigen. Hier bei den Favoriten werden wir sicherlich nicht sein. Das Blöde ist halt, Yates ist hier der Top-Favorit. dann gibt es noch einen Zoom auf Eddie, Favorit der Redaktion. Für Merckx wird es schwierig werden, nach diesem ungeliebten Zeitfahren das Trikot zu behalten. Das wird nicht leicht. Das sehe ich auch so. Und damit herzlich willkommen zum Abschlusszeitfahren hier des Grand Prix de Bessèges. Wir sind ja als allerletztes dran. Mal gucken, was der Manager von uns will, weil wir ja im Zeitfahren echt schlecht sind. Was uns eigentlich nur noch retten kann, wäre eine Topform, plus 3 oder so. Ich soll unter die ersten 3 der Etappe kommen. Wie soll ich denn das schaffen? Ich meine, ich werde mein Bestes geben, aber ich glaube, das wird nicht reichen, das Beste. So, ich cut euch das raus, bis Eddie hier auf der Rampe ist. Und da ist der Eddie soweit, hier Vollgas zu geben. Er hat sogar eine gute Form eingefahren. Ja, wir sollen hier Dritter werden. Das finde ich schon echt extrem. Also muss normalerweise der Hügel, der da am Ende kommt, der muss ja ziemlich brutal sein. Und dafür sollten wir uns die Hauptenergie aufheben, damit wir den schön hochbrettern können. Tja, das sind 86, 87, 9,7 Kilometer. Ich glaube, mehr dürfen wir erstmal gar nicht nehmen. Wir fahren mal los und dann gucken wir mal, wie die Balken sich entwickeln. Ja, es war wirklich 87, plus 2 haben wir eingefahren.
Jetzt fängt Rotter an abzuhauen. Wir müssen jetzt schon runterstellen. Jetzt laufen sie mehr oder weniger, glaube ich, beide gleich weg. Der Rote und der Weiße. Jetzt der Weiße ein bisschen in Front. Da machen wir hier 87. Kommt auch gleich wieder eine Abfahrt. Ich werde darauf gehen, am Ende des Hügels ordentlich Power zu machen. Ja, mal 88 hier ein bisschen fahren. Gleich kommt die Zwischenzeit. Da ist sie. Und dann gehen wir quasi auch schon rein in den Anstieg. So, 87 runter, weil der Rote haut jetzt schon ganz schön ab. Und es wird erst steil. 86. Na, kann er das aushalten? 1,5 noch. 87. The riders are going through a very tough portion with percentages above 10%. Schnell auf 86 runter. 85. Noch hat er rot. Oh, immer dieser Schlag hier. Ich weiß auch immer nicht, ob das gut oder schlecht ist. So, jetzt wird es nochmal richtig steil. Vollschub. Wir sind gar nicht zu sehen. Das war mir aber auch irgendwie klar. Ein bisschen eher hätte ich noch Vollschub machen können und damit haben wir auch auf jeden Fall das gelbe Trikot verloren. Wo ist denn der Yates? Ist der hier bei den Top 10 drin? Ja, 18 Sekunden hat er nur Rückstand. Oh, 5 Sekunden haben wir hier die Gesamtwertung verpasst. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Aber immerhin noch 7 Plätze besser, wie der Manager von uns wollte. Der Stauner hat es hier gemacht, also bedeutet das, dass er auch das Jungprofi-Trikot hat. Dann haben wir nur das hier mitgenommen. Immerhin eins, das Bergtrikot. Na Eddie, dann hol dir deine wohlverdienten Küsschen fürs Bergtrikot ab. Und jetzt kannst du nochmal jubeln. Und dann gehen wir zu den Ergebnissen. So, kicken wir mal, was er rausknallt hier an Punkten. Naja, immerhin haut er dafür 73 Punkte raus. Das ist natürlich nicht schlecht. Ja, 27. sind wir geworden anstatt 3. Ja, da müssen wir halt uns unbedingt noch weiterentwickeln. Das reicht alles noch nicht. Aber wir gehen erstmal auf die Klassiker, also so Ebene, Kopfsteinpflaster und so. Und sprinten werden wir uns erstmal gönnen, bevor wir wieder was für das Etappenrennen machen. So, ich hoffe, ihr hattet hier euren Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, bis dann und ciao.